Ich schließe meine Werkzeuge immer noch an der unteren Steckdose an, und weiß, wenn die obere immer für ihr Handy gebraucht hat. Verrückt, oder? Ja, ziemlich verrückt. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play. Need for Speed Unbound. Vielleicht jetzt mit dem Story-Finale. Schauen. Wir brauchen ein bisschen Kohle. Wir müssen noch das Grand fahren. Gewinnen. Und dann sollte das eigentlich, sollte man eigentlich durch sein. Ob danach noch was kommt, weiß ich noch nicht. Also alle Rennen werden wir definitiv nicht sehen. Wenn das Ding durch ist, reise ich quasi mit euch zusammen in meine Kindheit. Ja, was es dann gibt für ein neues Projekt, schauen wir mal. Ich habe da schon was. Geht also bald los. Naja, wie gesagt, jetzt muss man was mit der Bauzähne machen und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Ne? Naja, gut. Okay, gucken wir mal, was wir für Rennen noch haben. Wie viel brauchen wir denn überhaupt noch? Wir haben noch 4 Tage und dann geht's ins Grand. Also Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag und wir brauchen noch ein bisschen Kohle, um unser Auto aufzubauen. Und dann müssten wir, oder können wir, oder warte mal, können wir den schon pushen? Wieder? Wir haben ja alles frei, was Elite ist, ne? Dann hole ich das Nitro rein. Also, das ist schon drin. Ja. Aber viel höher wird der Wagen aber auch nicht werden. Jetzt werden wir den auf Elite bauen. Höchstens das Nitro noch. Steuergerät. Das müsste das schon gewesen sein. Also wirklich viel ist es nicht mehr. Also das Nitro, das Steuergerät und das Auto ist ja mehr oder weniger jetzt voll. Hat das jetzt irgendwas getan? Dann gebe ich immer noch nicht. Laut dem Ding haben wir das Auto noch halb voll. Wie auch immer. So, gucken wir mal. Was haben wir denn an Schönes? Hier haben wir 4000er, ein Schnellreiserennen. Auf S. Ich glaube, das können wir machen. So, Speedrennen, Schnellreise, auf jetzt. Wir wollen Kohle machen. Wir müssen. Hey Kiddo, was ganz Seltsames ist gerade passiert. Oh nein, ist das Opossum wieder da? Hat es diesmal Verstärkung mitgebracht? Das gibt mir Geld. Sowas im Sinne von, treff mich im Parkhaus und komm allein? Klingt doch nach einem sehr sicheren Unterfangen. Eher in Richtung, hol deinen Wagen von diesem verlassenen Parkplatz ab. Welchen? Der Chevrolet Bel Air, der gestohlen wurde. In der Nacht als Jerski? Genau. Guckst du ihn dir an? Hast du nochmal von Jerski gehört? Wir haben gestern gesprochen. Ist sie okay? Werden wir sehen. Wir haben was geplant. Mal schauen. Geplant? Entspann dich. Wir wissen, was wir tun. Hey, ich will nicht, dass... Ryder, du musst uns vertrauen, okay?
Das ist zwar schwer, aber für uns alle am besten. Okay, okay. Ihr seid keine Kinder mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das je waren muss. Manchmal fühle ich mich, als würde ich nichts mitbekommen, weißt du? Das liegt an mir. Hey, alles, was du für mich getan hast, bedeutet mir viel. Ohne dich wäre ich nicht hier. Vielleicht sage ich das nicht oft genug. Okay, alles klar. Wir hören uns später, Kiddo. Oh, er wird sentimental. Aber, ja. Das war mir klar, dass da noch ein LKW rausgefeuert kommt. Ja, genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Spaß. Nein, eigentlich wollte ich ja das Rennstellreise machen. Aber anfangs gibt das nur 12.000. Jetzt habe ich dann ein Angebot bekommen von einem Rider-Lieferauftrag, der uns aber mindestens das Doppelte bringt. Oder sogar das Dreifache, wenn wir noch die Startgebühr abziehen. Weil fürs Rennen müssen wir noch 4.000 Preisgeld bezahlen. Deswegen mache ich jetzt das. Und andere Nummer, genau, das andere, was ich sagen wollte, ist... So, das andere, was ich eigentlich sagen wollte... Die Sache wird heiß, Leute. Die Bürgermeisterin hat ihr komplettes Wahlkampfteam gefeuert. Jetzt hat sich ihr neues Team auf alberne politische Werbung versteift, die, ganz offen gesagt, kein bisschen auf die Probleme der Bürger von Lakeshore eingeht. Dieser Podcast wurde von Dreams gesponsert. Schläft es sich gut auf eurer Matratze? Natürlich nicht. Dreams mit Z liefert eure nächste traumhafte Matratze direkt zu euch nach... Was ich eigentlich sagen wollte, die Cops interessiert das gerade irgendwie nicht, warum auch immer. 55er Chevrolet Bel Air, 25.000, 235, also keine Cops, sondern nur von A nach B rasen. So weit wie möglich. Ja, und ich werde auch nur die Story Let's Playen mit euch zusammen. Wann wieder Formel 1 weitergeht, keine Ahnung. Ursprünglich war es eigentlich so für das Wochenende jetzt geplant. Ich habe es leider nicht auf die Reihe bekommen. Wir haben uns einfach nicht auf die Reihe bekommen. Weil ich dann noch was dazwischen kam und ja, Markus dann keine Zeit hatte. Und nächstes Wochenende sind wir jetzt unterwegs. Also jetzt das Wochenende, wo wir jetzt zusammen sind. Persönlich bin ich unterwegs, privat. Fahr zum Fußball ja, das ist es halt einfach. Es soll halt, muss halt irgendwie zeitlich für beide passen, ne? Es tut mir leid. Eigentlich war es alles anders geplant, aber die Karte, die schwimmt aber auch. Ist jetzt auch nichts Besonderes. Wir werden das Grand wahrscheinlich eh mit dem McLaren zusammen, mit dem McLaren fahren. Scheiße, wir sind zu schnell in der Kurve gewesen. Geht jetzt einfach darum, die Tage umzukriegen, und ich denke mal, dass wir das hinkriegen. Das war wahrscheinlich in ein paar Folgen, 5, 6, 7 Folgen vielleicht, durch sind wir im Let's Play. Kriegen wir aber ohne weiteres hin. Und 2,30 sogar. Es wäre schneller gewesen, wenn wir noch die 1-2 Fehler da eingebaut hätten. Aber es reicht. 25.000 gehen auf unser Konto. Ich hab den Bel Air. Definitiv unserer. Wer hat angerufen?
Der Anrufer meinte, er sei ein Freund, der die Dinge gerade biegen will. Das war sicher Yes. Man sieht sich in der Werkstatt. Hey Kiddo, noch Zeit für einen Auftrag für die Werkstatt? Natürlich. Das Auto steht sogar direkt hier vorne. Was haben wir diesmal? Toyota BHZ oder was? Hab ich das richtig gesehen? Ne, Subaru BHZ war das. So, was haben wir hier? 2,25 auch wieder eine auf Zeit. Und wieder 25.000, wenn wir das Auto im Zeitlimit abliefern. Was brauchen wir zu gehen? 200.000? Oder 100.000? 200 würde mich nicht wundern. Na, war das gekriegt? Weiß ich noch nicht. Gefühlt ist mir das zu langsam, das trödelt ein bisschen zu sehr. Der kommt aber Arsch im Heck die ganze Zeit. Ist doch mir klar. Gefühlt, wie gesagt, oh, nimm deine Dreckskarre da weg. Ja, bleib am besten stehen. Nein, nein, nein. Ich bin ein bisschen wie Fahrer, ich bleibe da immer mal stehen und parke dort. Ja, ich glaube, das soll man nochmal neu machen. Da bin ich mir fast sicher, aber es wäre nicht schlimm. Wir haben nämlich noch 10 Sekunden, das schaffen wir nicht. Ach, wie gesagt, ich sag ja, das war ein bisschen zu sehr getrödelt. Aber die Karre, die hat aber auch. Ah, wie gesagt, ich will die 50.000, also die nächsten 25.000 unter Dach und Fach bringen. Ich denke mal, die Kohle, die fürs Grand Cream war, ziemlich gut, schon ziemlich schnell zusammen.
glaube, das ein oder andere Auto müssen wir sowieso doppelt erholen. Aber wie die ja, wie schon gesagt wurde, die sind ja irgendwie geklaut worden. Und ich denke mal, das Gewinn wird das Story-Finale auch werden. Wieder einmal 25.000 und wir haben ein Auto, was zum Kauf verfügbar ist. Also, oh, Bär, ein Bärchen. Danke, dass trotzdem die Werkstatt für dich an erster Stelle steht. Naja, sie ist halt auch mein Zuhause. Ich bin stolz, dass du auf gerader Strecke geblieben bist. Habe ich das schon mal gesagt? Wie weit müssen wir noch bis zum nächsten Versteck fahren? Da runter. Okay. Ist das hier nicht schneller? Nein, hast du nicht. Ich denke, daran würde ich mich erinnern. Abendessen geht auf mich. Also, was auch ist das Auto nicht geeignet. Zwar nicht bei über 200, aber so kommen wir relativ zeitnah und schnell zum Halt. Aber. Wo bin ich denn da lang? Wo will er denn da hoch? Hier hoch! Okay, das war nicht die Leitbank jetzt nicht allzu gut zu sehen. An alle Wagen! Ich glaube, wir haben hier einen 2445. Das, was auch immer das ist, nein, glaube ich nicht. Aber ich glaube, ein 2044 bestimmt ist ein. Was haben wir denn hier? Flachsen? Warum kann ich das Ding nicht kaufen? Wieso kann ich das Ding nicht kaufen? Warum? Ist die Flachsen? Warum kann ich das Ding nicht kaufen? Bin ich hier nur... Na super. Eigentlich habe ich doch alle. Wow. Habe ich alle Verstecke? Entweder habe ich das Gefühl, dass die. Wow. Yep, kann man so machen. Aua. Oh. Naja, ich fahre immer ein bisschen gerne abseits der Straße. Könnte ich das Versteck hier oben nicht kaufen? Wieso, warum ist das gesperrt? Wir nehmen es mit auf jeden Fall, klar. Wir sind zurück mit unserer letzten Debatte zwischen Bürgermeisterin Stevenson und Holden Parker dem Dritten. Herzlich willkommen. Vielen Dank, Daniel. Dir auch ein herzliches Willkommen. Vielen Dank. Bürgermeisterin Stevenson, was möchten Sie den Bürgern von Lakeshore angesichts der zunehmenden Polizeiaktivität der letzten Wochen sagen? Ich möchte den Bürgern versichern, dass es sich um eine vorübergehende Maßnahme handelt und wir schon bald zu unserem friedlichen Lakeshore zurückkehren. Mr. Parker der Dritte, Ihre Antwort? Ja. Ja. Was?
Was war die Frage? Wessen Frage? Nun, wenn Sie nicht wissen, wovon Sie reden, dann werde ich es auch nicht. Was halten Sie von der erhöhten Polizeipräsenz auf den Straßen, Sir? Habe ich das gesagt? Das war Ihr Gegner. Nein, das warst du. Scheint, als würdest du dir einen Knoten in die Zunge labern, Steve. Machen wir weiter. Jo. Gut, cool, haben wir jetzt. Die zwei Dinge haben wir gefahren, zwei Autos haben wir abgeliefert. Das war jetzt ein relativ kurzer Stint, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Kann ich noch ein bisschen was an Fahrzeugen? Teile. Ja, theoretisch lohnt sich das fast gar nicht. Wenn er jetzt sich über 400 springt. Ja, hier wird über 400 springen auf S Plus. Aber wie gesagt, eigentlich. Weil ich habe jetzt. Jetzt, wenn ich einen Elite-Motor einbaue, es macht keinen Sinn, irgendwas einzubauen. Finn, wie gesagt, auf der mir hochspringt auf 400. Das bringt dann den Daten, bringt sich sehr unnötiges Geld rausgeschmeißt. Das ist jetzt höchstes halt, wie gesagt, für die Klasse, für den Wert. Also, zumindest da. Nee, es ist sinnfrei. Muss ich zugeben. Ich spare die Kohle lieber. Wie gesagt, deswegen maximal auch ein Hilfs-Item. Mich ein bisschen einschränken. Und da jemals ist es Windschatten fahre, wenn ich nicht gerade mit dem Auto unterwegs bin. Wenn ich nicht gerade. Höchstens hier durch den Windschatten, dass ich da was machen kann. Es macht eigentlich fast schon keinen Sinn, irgendwas zu machen, weil an dem Auto ist soweit alles klar, der ist durch. Ja, das ist fast 400. Ich denke mal, fürs Gewinn wird es reichen. Ich weiß nicht, was sie jetzt. Ich weiß jetzt nicht, was die Werte sind. Keine Ahnung. Die Autos sind soweit eigentlich durch. Alles fertig eigentlich. So, okay. Da würde ich sagen, machen wir einen Break. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und dann geht's in die Nacht mit den nächsten Events. Haben wir noch irgendwo Möglichkeit, vielleicht ein Auto zu gewinnen oder so? Haben wir bestimmt noch Rennung, wo man bestimmt noch ein Auto gewinnen können. Aber das werden wir uns dann in der nächsten Folge ansehen. Das würde ich mal so sagen. Wir sehen uns wieder. Bis dahin und tschüss.